Schiff Ahoi! Wir trinken Buddelschip Great Escape India Pale Ale aus Hamburg. Bleibt dran! Ja, ihr seht, ich habe mich extra passend zu meinem Bier gekleidet. Ne? Das ist der neue Trend. Rot-blaues Etikett und hier das schöne Hemd dafür. Es passt zwar nicht zur Tapete, aber ist völlig egal. Guckt auf mich, guckt auf das Bier. Das Bier ist schon relativ lange bei uns im Sortiment, ist ein Dauerbrenner. Wie sowieso die meisten IPAs gerne genommen werden, ist ja immer noch angesagt. Ich finde es langsam ein bisschen ermüdend, immer IPA zu trinken. Ich habe das Bier auch lange nicht getrunken, deshalb mache ich es jetzt mal auf und gucke, wie es mir schmeckt. IPA wissen alle inzwischen, India Pale Ale, ne, haben die Engländer erfunden, der Legende nach, um es nach Indien zu verschiffen. Ich habe noch nicht mal gerochen, aber der Raum füllt sich mit einem Aroma, Freunde, das ist total cool. Oh ja. Das ist sehr intensiv, es ist aber auch leicht harzig, also nicht nur Fruchtaromen. So, wenn man jetzt ein bisschen weiter weg ist, riecht das sehr exotisch, aber nah dran habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das schon zu doll ist. Aber mal gucken, was der Geschmack sagt. Es ist auf jeden Fall klar noch übrigens, ne? Guckt euch das an, filtriert offenbar. Ich traue mich. Oh ja. Ist schon. Oh, habe ich nicht so krass in Erinnerung. Ist schon ziemlich aggressiv. Also kommt schnell zum Zug, die Bittere. Wenig Frucht eigentlich im Verhältnis. Sehr ausgewogen. Also schmeckt mir gut. Kann ich schon verstehen, warum die Leute das mögen. Buddelschip macht eh cooles Zeug, auch viele Sondersude, also da muss man echt ein Auge drauf haben. Wird in Fachkreisen hochgeschätzt, was der Herr Siemsklüß da so im Braukessel zusammenrührt. Immer fein. Buddelschip Great Escape, auf jeden Fall eine Empfehlung, müsste man mal unbedingt getrunken haben. Ich vermisse so ein bisschen dieses Maracuja, Litchi, Grapefruit-Ding. Also das ist mir persönlich jetzt nicht fruchtig genug. Aber für Leute, die eine gute, steile Bittere wollen, Hammerbier. Galaxy, Tomahawk, Cascade. Und Galaxy, Leute, Galaxy hat immer diesen, das ist ein australischer Hopfen, hat immer diesen, es ist Stranger, Harz, Pinien, Kiefern, so Aroma, Geruch, Dings. Ich weiß, dass das falsch ist, das jetzt zu sagen, aber ein Kumpel von mir meinte mal, Gülle, das riecht wie Gülle. Tut es nicht. Denkt nicht an Gülle, wenn ihr das trinkt, aber so ganz, ganz entfernt hat es diese beißende Nase. Galaxy ist nicht so mein Lieblingshopfen. Mal ehrlich. 6,5%. Das finde ich ja ziemlich vertretbar. Könnte ein bisschen mehr sein. Prost.